Die hinterlistigste Lüge ist die Auslassung. Mit diesem Zitat von Simone de Beauvoir begrüße ich Sie herzlichst im Studio Meißen. Simone de Beauvoir hat recht, wenn sie von der Lüge des Auslassens spricht. Eine der hinterlistigen Lügen der Massenmedien derzeit ist die Auslassung von aktuellen Kriegsgeschehen in der Ostukraine. Um dieses ist es nämlich in den westlichen Medien merkwürdig still geworden. Im Gegensatz zu den Massenmedien berichtet der freie Journalist und Kriegsfotograf Marc Bartalmay von anhaltendem Artilleriebeschuss auf die Zivilbevölkerung. 5000 tote Zivilisten in Donbass finden in unseren Medien keine Erwähnung. Genauso wenig wie die über 30.000 Tote der offiziellen ukrainischen Armee, die dieser Krieg bisher gekostet hat. Vielfach weigerten sich diese Soldaten der ukrainischen Armee im Vorhinein, gegen ihre eigene Bevölkerung vorzugehen. Die Medien verschweigen auch Berichte von öffentlichen Hinrichtungen von Familienangehörigen der sogenannten Separatisten. Und sie verschweigen, dass Frauen der Kreuzigung ihrer Kinder zusehen mussten und danach zu Tode geschleift wurden. Von dieser Menschenverachtung und der puren Lust am Töten zeugen auch die vielen Massengräber sowie die vermiemten Gärten und Wohnhäuser. Dieser Völkermord kann nur deshalb Tag für Tag fortschreiten, weil er bewusst der westlichen Bevölkerung vorenthalten wird. Durch das anhaltende Schweigen unserer Massenmedien machen sich diese an den Verbrechen mitschuldig. Wir wollen nicht schweigen, sondern auch diesen schlimmen Tatsachen ins Auge sehen. Dabei stellt man sich natürlich die Fragen: Wie kam es nur zu diesem Krieg und den Unmengen vom Leid? Wessen Interessen dient solch ein Krieg? Um diese Fragen zu klären, lade ich Sie ein, weiter zu recherchieren. Auf klar.tv finden Sie viele weitere Sendungen zu diesem Thema. Denn nur informierte Bürger können solche Lügen der Massenmedien entgegenwirken. Bleiben Sie mit uns gemeinsam dran. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu einem neuen Medienkommentar hier auf Klagemauer TV. In der vergangenen Woche, vom 20. Januar bis zum 23. Januar 2015, fand im Schweizer Bergdorf Davos das Weltwirtschaftsforum statt. Nebst vielen Vertretern der Europäischen Union war auch Petro Poroschenko, der Präsident der ukrainischen Putschregierung, mit mehreren Politikern aus der Ukraine angereist. Darunter auch Vitali Klitschko, einer der Revolutionsführer auf dem Maidan und amtierender Bürgermeister von Kiew. Klitschko, bekannt als ehemaliger Boxweltmeister, wird wegen seinem Bekanntheitsgrad als inoffizieller Außenminister der Ukraine bezeichnet. Gleich am ersten Eröffnungstag wurden die Teilnehmer, darunter auch die anwesenden Medienvertreter, auf ein Russland-Bashing eingestimmt. Mit Russland-Bashing ist das mediale Dreinschlagen auf Russland gemeint, das die westlichen Politiker im Verbund mit den westlichen Leitmedien seit geraumer Zeit gezielt betreiben. Auf dem Podium hält beispielsweise Petro Poroschenko, der Präsident der ukrainischen Putschregierung, gleich zu Beginn des Weltwirtschaftsforums ein gelbes Stück Blech mit Löchern in die Luft. Das seien Einschusslöcher des Reisebusses, der am 13. Januar 2015 bei der Stadt Walnavacha beschossen wurde. Bei diesem Anschlag starben 12 Personen. Ganz genau wie beim Absturz des malaysischen Verkehrsflugzeuges MH17 im Juli letzten Jahres wurden sofort und ohne detaillierte Untersuchung ostukrainische Separatisten für den Anschlag verantwortlich gemacht. Jegliche ganz anderslautende Gegenstimmen durch Augenzeugen und örtliche Untersuchungen wurden völlig ausgeblendet. Die Kiewer Putschregierung setzte mit ihrer stark emotionalen Stimmungsmache nun auch in Davos ganz offensichtlich alles daran, ihre fehlende rechtliche Legitimation zu überspielen, um politische Unterstützung sowie starke finanzielle Zuwendung der internationalen Gemeinschaft zu erhalten. Die Ukraine geschlossen in die EU zu überführen, sei dabei das erklärte Ziel der Kiewer Putschisten. Interessant ist, wie und auf welche Weise westliche Leitmedien entgegen allen fundierten Gegenstimmen namhafter Journalisten und trotz massiver Bürgerproteste und Abokündigungen ihrer Kunden an ihrer einseitigen Berichterstattung festhalten.
In unermüdlicher Barrialgewalt soll ganz augenscheinlich eine antirussische Haltung in der Bevölkerung verankert und die Akzeptanz eines Militärschlages gegen Russland geweckt werden. So führte beispielsweise die Zeitung Schweiz am Sonntag in der Ausgabe vom 25. Januar 2015 ein Exklusivinterview mit Klitschko. Gleich zu Beginn sagt Klitschko etwas, das wahrer nicht sein könnte, sofern man es recht anwendet. Wir zitieren Klitschko auszugsweise. Mir ist in den vergangenen Monaten klar geworden, welchen Einfluss Medien haben können. Medien sind viel gefährlicher als Waffen. Ich verstehe heute, wie die ganze Propagandamaschine funktioniert. Die Zeitungen, Teile der sozialen Netzwerke und ganze Bereiche des Internets werden kontrolliert und missbraucht. Das ist extrem gefährlich. Deshalb ist es so wichtig, die Menschen darüber aufzuklären, was auf der Krim passiert und ihnen echte Informationen weiterzugeben, nicht die manipulierten. Man darf eines nicht vergessen. Ohne diese gewaltige Propagandamaschine wäre es nie zu einem solchen Konflikt gekommen. Er wurde künstlich herbeigeführt. Als daraufhin die Interviewer bemerkten, dass Klitschko wohl damit speziell die russischen Mädchen meinte, sagte Klitschko: Richtig. Klitschko unterließ nichts, Russland und dessen Präsident Putin in dasselbe schlechte Licht zu rücken, wie dies schon seit Bestehen des Ukraine-Konflikts ununterbrochen geschieht. Der Journalist Yannick Nock und Chefredakteur Patrick Müller sahen sich in keinster Weise dazu veranlasst, im Interview mit Klitschko auch nur einen einzigen kritisch hinterfragenden Impuls zu äußern. Im Gegenteil, sie unterstützten Klitschko bei seiner Mission, dass dem Leser vor allem eines hängen blieb. Russland ist schuld am Konflikt in der Ukraine und die derzeitige ukrainische Regierung handelt rechtens. Betrachten wir nun Klitschkos eigene Worte genauer, drängt sich doch unwiderruflich der Eindruck auf, sind die westlichen Medien, wenn es darum geht, so richtig Stimmung gegen Russland zu machen, dann nicht die Kriegshetzer Nummer 1? Apropos kontrollierte und missbrauchte Medien. Der ehemalige FAZ-Journalist Udo Ulf Kotte berichtet in seinem Bestseller Gekaufte Journalisten äußerst detailliert, wie es in dieser Hinsicht bei den westlichen Medien aussieht. Schauen Sie sich hierzu gern auch das Interview, welches Klagemauer TV mit Udo Ulf Kotte führte, unter dem eingeblendeten Link an. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, bleiben Sie dran, sich alle Seiten anzuhören, um sich eine eigene Meinung bilden zu können. Guten Abend. Und wenn alle anderen die von der Partei verbreiteten Lüge glaubten, wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit. George Orwell, 1984. Im Januar letzten Jahres ließ Attali die Katze aus dem Sack. In einer Rede über die Euro-Krise sagte er, die Krise sei nicht nur vorhersehbar gewesen, man habe sie sogar bewusst geplant, um eine starke europäische Haushaltsföderation zu schaffen. Alle diejenigen, die wie ich das Privileg hatten, bei der Abfassung der ersten Version des Maastrichter Vertrages die Feder zu führen, taten alles, um sicherzustellen, dass ein Austritt unmöglich wäre. Wir haben einen Artikel, der einem Mitgliedstaat den Austritt erlaubt, absichtlich vergessen. Das war nicht sehr demokratisch, doch es war eine große Garantie dafür, die Dinge schwieriger zu machen, damit wir gezwungen wären, weiter voranzuschreiten. Giuliano Amato, ehemals Vizepräsident des sogenannten Europäischen Konvents, der die europäische Verfassung ausarbeitete, gab in einem Interview einen Einblick darin, auf welchem Gedankengut die EU in ihrer heutigen Form ruht. Die europäische Verfassung, wir erinnern uns, wurde in freien Wahlen sowohl in Frankreich als auch in Holland abgelehnt. Man wollte nun die Zustimmung des Volkes umgehen, also wurde der Vertrag von Lissabon geschaffen, über den nicht mehr die Bevölkerung, sondern nur noch die Parlamente abstimmen durften, außer in Irland. Aber die Iren ließ man so lange abstimmen, bis sie, aus der Sicht der Amatos und Attalis, die richtige Entscheidung trafen. In einem Interview mit La Stampa am 12. Juli 2000 erklärte Amato: Deshalb ziehe ich es vor, langsam vorzugehen und die Souveränität Stück für Stück zu zerbrechen und dabei plötzliche Übergänge von den nationalen zu Befugnissen des Bundes zu vermeiden. Und erinnern wir uns auch, was der luxemburgische Premier und Finanzminister Jean-Claude Juncker
bisherige Chef der sogenannten Euro-Gruppe der Finanzminister, bereits 1999 in einem Spiegel-Interview verriet. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Ein weiterer sehr wichtiger Wegbereiter der heutigen EU ist Robert Cooper, inzwischen Top-Berater von Lady Catherine Ashton, der sogenannten Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik. Einigen Zuschauern wird Coopers Ideologie schon bekannt sein, denn er war hochrangiger Berater für Großbritanniens Ex-Premier Tony Blair. Für die Politik der präventiven Kriegsführung, die Blair mit Hilfe gefälschter Gefahrenmeldungen 2003 gegen Irak einsetzte und die jetzt gegen Syrien und Iran angewandt wird, hat Cooper eine Vorreiterrolle gespielt. Cooper schreibt in seinem Buch, für das er 2004 mit dem Orwell-Preis geehrt wurde, welche Gestalt und welchen Zweck die EU heute haben soll. Die weitreichendste Form imperialer Ausdehnung ist die der Europäischen Union. Die postmoderne europäische Antwort auf Bedrohungen besteht darin, das System eines kooperativen Imperiums immer weiter auszudehnen. Beim Umgang mit der altmodischen Sorte von Staaten außerhalb der postmodernen Grenzen müssen sich die Europäer auf die raueren Methoden früherer Zeiten zurückbesinnen. Gewalt, präemptive Angriffe, Täuschung, was immer auch für diejenigen notwendig ist, die noch in der Welt des 19. Jahrhunderts gefangen sind, wo jeder Staat für sich existierte. Im Dschungel muss man sich an die Gesetze des Dschungels halten. Maßgebliche Autoren der heutigen Europäischen Union zeigen uns also, dass dem Euro ein imperiales und auf das Mittelalter ausgerichtetes Konstrukt zugrunde liegt. Ein Imperium, das sich immer weiter ausdehnt und die rückständigen Nationalstaaten mit raueren Methoden in die Knie zwingt. Das ist das alte Konzept der Geopolitik, aus dem alle Kriege der letzten Jahrhunderte hervorgingen. Man wusste, dass der Euro von Anfang an nicht funktionieren würde, damit man später unter dem Vorwand des Notstands die gewählten Regierungen dazu zwingen könnte, der Machtergreifung der EU-Bürokratie und der Finanzoligarchie zuzustimmen. Nur wer die Geschichte nicht kennt, kann auf die Propaganda reinfallen, diese EU sei modern, demokratisch, friedlich.